Wespen. Wespen. Wieso bricht denn das Rutsch nicht ab? Wieso bricht denn das nicht ab? Scheiße. Na, weil du das Rutschen nicht abbrechen kannst. Ja, gut zu wissen. Übrigens, Kai, wusstest du schon, man kann das Rutschen nicht abbrechen. Ja, müsstest du ja mittlerweile eigentlich auch mal mitbekommen haben, nachdem du schon zweimal daran verreckt bist. Nee, ich bin ja sonst verreckt, weil ich nicht steuern konnte, wohin er rutscht. Oh. Habt ihr was mitgebracht? Fuck! Ich hasse diese Viecher, die sind so kacke! Das Drama nimmt schon wieder seinen Lauf. Komm, Hilde. Alles klar, Gerhard. Warte mal, ich muss erst mal. Warte mal kurz. Genau. Ist dir gerade in dem Moment eingefallen, dass wir den Grabstein mal markieren könnten? Ja, ja. Gut. Mir auch. Ich dachte mir so, das könnte die Sache doch sehr vereinfachen. Ist wieder kurz davor, nicht mehr angenehm zu werden. Ja, das ist schon wieder kurz davor, dass ich mir gerade die Bremse abfriere. Aber krass, was das für ein Unterschied macht. Du hast ja komplette Steinrüstung und ich habe noch einen Teil nicht mehr Steinrüstung. Sie ist schon getriggert. Hast du die gerade gewonnen? Ja. Mitten. Okay. Brauch auch schon mal keine Speere mehr. Schwert reicht. Ja, aber schön ist anders. Naja, One-Hitten? Mit einem Speer brauchst du mehrere Treffer auf einmal, obwohl die einfach nicht Speer sind. Der war auch mit einem schweren Angriff, ne? Das muss ich ja dazu sagen. Jaja, mit einem Speerschwerangriff brauchst du auch manchmal zwei Treffer. Bei den Großen. Das meinte ich. Ich glaube, die ist aber auch gegen beides empfindlich. Gegen Klingen und Durchbohrenschaden, aber ich weiß es nicht genau. Ich würde sie ja gerne mal in Ruhe scannen, um das herauszufinden, aber die sind ja mal gleich so aggro, wenn du sie anguckst. Oh, apropos aggro. Okay. Oh, Mistvieh. Oh, num. Er kann nix. Oh, hier kannst du in Ruhe scannen, hier oben sind welche. Verletzlichkeiten durch Bohrenschaden, Widerstand gegen Giftschaden. Ja. Also nix damit Schwert eigentlich, ne? Naja gut, aber das Schwert ist halt auch echt einfach mal drüber, ne? Also gegen die Bienchen hier ist das schon ziemlich okay. Aha. So, ich bräuchte mal ein Feuerchen. Oh, gute Idee. Mal kurz die Socken wärmen. Schalala. Ich müsste schon wieder mein Schwert reparieren, theoretisch, ey. Obwohl, na, es geht noch, es geht noch. Aber ich sehe halt einen Haltbarkeitsverlust. Also Monk schreit, reparier das Ding! Ja. Also angenehmer wird es nicht mehr. Na denn? Willst du es hier stehen lassen, das Feuer? Nein, lass doch stehen. Hast du noch hier noch Mats für ein weiteres? Ja, ja, ich habe genug mitgenommen. Okay. Sprach er und hat erstmal ins Inventar geguckt. Ja, ja. Nee, ich habe einen kompletten Stack Harz und einen Stack Holz mitgenommen. Okay. War gerade so ein bisschen wie Senpai. Oh, Salamander. Nee, ach nee, kein Salamander. Doch. Ja, ist auch gelb und schwarz, ne? Ja, ja. Oh, halt doch mal still, du blöde Co. Du musst ein BVB-Fan sein. Au. Den hat die gehört. Er ist doch schön eingedrückt. Dafür kriegst du noch mal eine extra. Weiß gar nicht, was es da zu lachen gibt. Achso, Pilami? Was? Kommst du jetzt auf Masopilami? Was Masopilami auch schwarz-gelb ist. Achso. Ach! Das Vieh! Da gab's doch so eine Zeichentrickserie. Ja, diese Äffchen. Stimmt. Oh, das wäre cool, wenn der hier wäre. Der würde uns helfen. Auf dem könnten wir reiten. Und zwar alle vier gleichzeitig. Der wäre locker achtmal so groß wie wir.
Wusstest du eigentlich noch, wie wir da runtergekommen sind? Ich sag nur Fallschaden. Ja, ja, komm mit. Okay. Au. Er hat natürlich einen großen Sprung gemacht. Mhm. So. Mein Stand ist der linke. Gut. Alles nehmen. Es passt nicht alles rein! Wir sind verlogen! Wie geht's hier drin? Ach, die Seide. Und er hat alles durcheinander geworfen. Ich habe auch einen Spinnenkopf drin. Sehr toll. Ito. Und Spinnenaugen. Die sehen eklig aus. Habe ich denn jetzt hier was wir nicht dringend brauchen? Erstmal weg. Erstmal weg. Genau. Erstmal so. Flitzen gehen. Ah, guck mal, einer schau hier. Käferlymphen hat er zum Beispiel 2 Stapel draus gemacht. Einfach so. Insektenstachel weg. So. Die Schere so, wieder Insekten dahin. Raus, der raus, raus. Das fliegt ja. Raus. Was haben wir hier noch? Schwert? Raus, raus, raus. Ach, Schwert. Ach, interessant, raus. Spiel. Das ist wieder sehr interessant. Das Schwert hat diesmal also einen Kurzwahltasten-Slot bekommen. Aha. Merke ich mir. Ey, der Kalifstorch ist ja auch wieder da. Grüß dich. So, 2 Slots habe ich jetzt wieder. Platz. Alter, dieser Insektenstachel, wenn du den auf den Boden legst, das sieht da aus wie so ein Alien. Muss ich mal angucken. Habt ihr da was hingestellt? Viel Spaß. Viel Spaß, der Nächste, der runterspringt und an der falschen Stelle aufkommt. Oder mit der falschen Stelle aufkommt. Ich spüre große Schmerzen. Ich spüre eine Erschütterung der Macht. Es kommen große Schmerzen auf mich zu. Pieks, au! Ja gut, Insektenfett, Blüten und Insekten... Obwohl, Insekteneier haben wir nicht so viele da. Dann sehe ich stattdessen die Lymphen hier. Und ich habe es wieder weggeworfen. Natürlich. So. So, da waren aber noch ein bisschen... Bitte warten Sie. Okay, ich mach's mir auch nochmal angenehm und dann... Oh, gute Idee. Ein Feuerstein fürs Schwert. Hab ich welches bei? Nein. Wahrscheinlich nicht. Das hätte mich jetzt auch gewundert. So, nächste Taktik. Warte. Ran an das Arsch. Und ja, sie ist hier vorne. Jetzt am, ja, ja, jetzt am besten, schmeiß am besten schon mal ein Dings rein, ne? Die ist fast... Ich glaube, die ist schon fast tot, oder? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die sich wieder hochgeheilt hat. Ja, nee. Alles klar. Jo. Und da ist der nächsten Verband hinterher. Also war eine gute Idee, vorher den Verband zu nehmen. Die hätte mich jetzt sonst wieder gerissen. Ja, du hast ja die ganze Pflege eingesteckt, Rahel. Finde ich sehr sozial von dir. Ja, einen von uns trifft's immer, ne? Ja. Und manchmal auch beide. Vor allem, wenn der eine den anderen trifft. Da unten sind noch mehr Kokons, ne? Mhm. Ich hoffe aber, dass das jetzt mit Spinnen jetzt gewesen ist. Ich würde nicht drauf wetten. Weiter hinten hatte ich die ganze Zeit eine gesehen. Ja, ja, die war aber auf der anderen Seite, ne? Aha. Ah, ja. Zum Beispiel die da oben? Wo denn? Da, wo ich hingucke? Oben auf dem Ast? Die Sau. Die spannert. Guck dir das Luder an. Ich hab immer noch Giftschaden. Das ist krass, ne? Die Gift... Dinger, die scheinen zu stecken. Ja, ja, jetzt ist vorbei. Wir müssen unbedingt den Apothekertisch bauen. Stimmt, da wird's Antigift geben. Dass wir diesen Giftresi da herstellen können. Natürlich ist da, wo sie ist, noch mehr Rinde. Ja, ja, na klar. Alles andere wäre ja auch zu einfach. Hm. Hier, hallo? Wohnt hier jemand? Jemand zu Hause?
Jemand zerhage. Also ich muss ja mal sagen, es sieht ja schon cool aus mit den ganzen Spinnenweben, aber dass ich einfach so durchlaufen kann, als wäre da nichts, das irritiert mich. Oh, Inventar voll, ich konnte irgendwas nicht aufnehmen. Hier ist noch Seide jetzt rumliegen. Wunden? Ich glaube, die hast du jetzt schon. Oh nee, warte, ich bin hier gerade. Hier auch noch? Jetzt habe ich sie. Nicht. Oh, die Chitin-Axt, die sieht ja geil aus. Chitin-Speer. Oh ja. Oh, geil. Geht's hier noch weiter rein? Nein. Ja, war doch erstmal lukrativ, ne? Absolut. Hat uns zwar wieder viel Zeit gekostet, aber hat auch Spaß gemacht. Achso, ja, das ist mein Grabstein. Da lag noch Zeugs drin, was wir nicht zwangsweise brauchen. Dann lasse ich das mal auf den Boden plumpsen, damit der Stein verschwindet. Ich lasse das einfach mal so stehen mit der Werkbank, weil wenn wir mal wieder zum Farm herkommen, müssen wir es nicht neu aufstellen, ne? Genau. Wollen wir mal gucken, ob man den Schilf da hinten abbauen kann und was man dafür braucht? Der Schilf kannst du abbauen. Aber das sieht schon so aus, als wären da locker 20 Fasern drin pro Schilf, so groß wie die Pflanze ist. Ich sehe uns schon wieder. Ach, okay. Und ich weiß nicht, ob das Wasser hier wirklich gesund ist, weil da ist doch der Kanister umgekippt, ne? Zumal das wir können hier nicht schwimmen. Rille. Ich glaube, das ist relativ Rille, weil Wasser an sich hier nicht so gesund ist. Aber komme ich denn jetzt hier ran? Feuersteinbeil? Na, was für ein Zufall. Haben wir. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wow. Ich bin maßlos begeistert. Das ist doch echt ein Hohn. Die Dinger sind locker 40 Meter hoch. Da sind bloß 3 Fasern drin. 3! Ist das Glas voll? Ich noch? Nee, kann ich auch nicht. Ich hab hier doch, jetzt ist wieder. So, wollen wir mal zurück? Ja, weil Inventar voll. Ja. Herrlich! Ja, schön. Nicht so witzig, wenn du hier krepierst. Na, dann landet dein Grabstein oben auf dem Ast. Aber trotzdem nicht schön. Glaub mir, lass erst mal jemandem gesagt sein, der schon am häufigsten gestorben ist hier in diesem Spiel. Natürlich regnet es jetzt wieder. Danke, Spiel. Das ist wirklich sehr nett von dir. Danke, Spiel. Aber wenigstens hat es auch gehört zu schneien. Bestimmt auch sehr angenehm. Jetzt mal, Kai, wir haben uns eine Sache nicht überlegt. Wie kommen wir wieder hoch? Ich höre immer nur Fragen. Ja, bin halt neugierig, weißt du doch. Ah, hier geht's. Nein, echt! Oh. Hi. Okay. Ich schlaf außen rum. Wo ist dieses außen rum? Da, wo es weiterging. Bin ich gut, ich komm mit. Ah, guck mal. Hier. Oder? Ja, doch, doch. Aber jetzt haben wir schon mal einen besseren Ausblick auf den Weg, den wir nicht gehen sollten. Das ist ja gut. Ich danke dir für diese Erkenntnis. Das ist mir doch immer ein Vergnügen. Ich bin so froh, dass du dabei bist. Oh, okay, gut. Alter, wir werden einfach stecken bleiben. Ja. So ein Ding. Aber es gibt ja einen, ich weiß nicht, ob du ihn schon benutzen musstest, den ich stecke fest, Klopf. Ja, ich komme hier gerade irgendwie nicht da lang, wo ich eigentlich lang will. So, hast du den Klopf schon mal benutzt? Ich meine ja. Und bin dann wieder in der Anfangshöhle gelandet. Genau, man stirbt einfach. Und vor allem auch ohne Spawnpunkt. Guck mal hier. Kai? Hier geht's auch. Ja. Hm? Was? Da geht's hoch, ja? Ja. Ah. Okay. Ah! Ach du Scheiße, wir landen sonst wo. Aber nicht mehr zu Hause. Ja, wieder zurück. Ja, rutschig. Sieht's hier aus. Sehr rutschig.
Durch. Das was ist eigentlich, hoch. Wenn wir hier lang gehen? Lass mal hier lang gehen. Ja, okay. Dann decken wir den gesamten Norden der Karte auf, aber landen niemals zu Hause. Das ist ein Riesenfelsen hier. Und das sieht nach dicken Fallschaden aus. Nee. Vergiss es. Das mache ich nicht mit. Das geht sehr tief runter da. Okay, ich dachte schon, du machst es jetzt. Ja, ist ja gut. Ich bin jetzt auch nicht suizidgefährdet, ja. 3, 2, 1, Falltod von Kai. Ah, scheiße. Das war Karma. Aber gut, kein Schaden. Ich glaube, da bleibt uns nur genau in die entgegengesetzte Richtung zurückzulaufen. Sag mal, müssten wir nicht eigentlich da hinten auf diesen Ast raufkommen? Guck mal, hier ist wieder ein Kokon gespawnt. Oh, lol. Mehr als einer. Das ging schnell. Moment, wenn Kokons so schnell spawnen, wie schnell spawnen Spinnen neu? Ja, das ist dann die nächste Frage. Alter, Scheiße. Wir kommen nicht mehr weg. Mutti. Wo ist denn jetzt die blöde Seide hin? Da. Stell mich nochmal ans Feuer und feuer dich an. Ja. Hast du einen Blick auf die Stelle, wo die Spinnen herkommen können? Ja, so semi, ne? Okay. Meine gut, die hört man ja wenigstens vorher, wenn die kommt. Lass mich mal kurz das ausprobieren. Kann man denn nicht hier so... Wir Deppen haben das Inventar voll mit Baumaterialien, kommen nicht auf die Idee, uns den Weg nach Hause zu bauen. Alter. Spät. Es ist spät. Oh, sieht gut aus, machen wir weiter. Nee, kann ich nicht. Keine strukturelle Unterstützung. Ah, du brauchst die scheiß Wand. Kann man denn. Aber warte mal, ich kann doch eigentlich hier. Moment. Kai? Ja? Er meint ein Fundament damit. Ja, aber komm, das brauchst du ja gar nicht da bauen. Ich wollte es nur probieren, warum es nicht geht. So, nächstes Problem. C drücken und ganz schnell F drücken. Ha! Geil! Naja, selbst CF? F wäre egal gewesen. Naja, dann... Ja, ich weiß, und dann geht hier nichts an. Ausloggen, einloggen, weiß ich auch. Machen wir aber nicht. Achso. Nee, ich wollte gerade sagen, und dann fehlt uns genau auf den letzten paar Metern noch drei Fasern. Hä? Okay. Ja, natürlich. Hier geht's wieder nicht. Aber wir kommen hoch, immerhin. Klasse Idee von dir, Kai. Klasse Idee. Da ist die nächste Spinne. Aber eine normale. Ey, das ist auch eine gute Idee, ne? Den besten Weg immer mit Fackeln markieren. Alle paar Meter. Und hier gibt's auch eine Rinde. Rinde, aber auch eine Rinde, Spinne. Rinde. Eine Wolfsspinne. Komm her. Ins Gesicht, du Sau! Aua, nicht auf mich, Kai! Ja, Dito! Ich guck nur auf den Lebensbalken und nicht, welcher Name da steht, sorry. Das ist in Ordnung, das war meiner. Die Spinne war schon eine halbe Stunde tot, aber nicht so viel. Hab ich schon gewundert, warum hat die wieder so viele Lebenspunkte? War nicht gerade schon fast tot? Sorry. Ah. Was ein Typ. Siehst du, ich bin gar nicht drauf gekommen, einfach mal zu gucken im Inventar nach dem Status, wenn ich die Vergiftung habe, wie lange es noch dauert. Weil da stehen dann auch Sekunden da. Also ich kann zwar abbauen, aber ins Inventar aufnehmen nicht mehr. Ja, ist kein Problem. Ich hab noch Platz. Ameisenkopf würde ich schon mit dem Bienenkopf. Bienenkopf? Bienenkopf. Wichtig? Nicht wichtig? Gute Frage. Bis jetzt noch nicht verbaut, also wird es irgendwann wichtig. Hm. Ja. Ach, da oben ist er.
Ah, Spinne! Dein Ernst! Ich guck einmal ins Inventar. Kommt eine Spinne einfach hier ins Spawn? Oh Gott. Oh Gott. Au, falsch an. Ich sehe nichts. Es ist so scheiße dunkel. Aua! Das ist schon wieder so eine Nachtspinne, ne? Ach, du hast einen Wickel. Okay, komm, ja, ja. Komm zur Fackel. Komm zur Fackel. Achso, jetzt hängst du genau da. Ja, da hab ich festgehangen. Genau da hab ich festgehangen. Weil du gerade das gleiche vorhattest wie ich. Ja. Sie ist tot. Hast du sie? Ja. Oh, sehr gut. Komm zur Fackel, rüber nach da. Was machen Sachen? Ach, egal. Was machen Sachen? Ja, was? Inventarprobleme schon wieder, also irgendwie komisch. Warte mal. Willst du noch eine Treppe bauen, wa? Ja. Gute Idee, so ein Scheiß. Leute, macht das mit dem Rauchen nicht nach, sowieso ungesund und teuer. Ich habe ein extra Nicht-Rauchen-Emot dafür. War nämlich auch noch gerade so ein Arschkäfer, der mir auf den Sack ging, weißt du, während du da unten am kollidieren warst. So, ich muss aber gerade noch was essen. Mach noch mal ein Feuerchen, weil es wird langsam wieder unangenehm. Ja, gerne. Weißt du, was gut ist? Ja? Fenrir wird bestimmt dann fragen, warum habt ihr die Base noch nicht gebaut? Da hinten ist noch ein Käfer. Ja, ja. Da muss ich ihm leider ein bisschen auf die Schnauze kloppen, ey. Ja. Eigentlich müssten wir ihn im nächsten Stream alleine losschicken, Rinde holen. Und Feuersteine. Hm. Also wenn der Spruch einfach. Von ihm dann kommt, yeah, wir haben es auf der Karte markiert. Wir haben es auf der Karte markiert, wo Kokons sind. Wir haben auf der Karte markiert, wo Rinde ist. Geh mal holen. Das sieht er ja nicht, wo wir markiert haben. Doch, müsste er doch eigentlich markieren. Achso, ach nee, das sehen wir doch selber, das? Genau. Ah, so, okay. Kartentisch wäre geil, muss ich sagen. Das wäre echt cool, ne? Das könntest du doch wieder dann PvP-mäßig vereinen. Obwohl, das Feuer hätte stehen lassen können, wa? Scheiße. Jetzt wieder hier hin. Wenn ich denn darf. So, jetzt darf ich wieder. Danke, Spiel. Sehr nett von dir. Warum bewegst du dich jetzt wieder nicht? So. Hast du noch Material für Fackeln oder bist du gerade nur. Ne, ich hab noch, glaube ich. Okay, ich mach schon. Soll ich mal aufstellen? Wie würde ich den scheiß Weg ausleuchten fürs nächste Mal? Von hier aus sieht man ja das Feuer, das ist gut. Immer dem Licht nach. Oh, Limbeeren. Gut. Warte, dann gibst du Käfer. Das ist Iffi, sind irgendwo Käfer. Alles klar, Michi, da ist einer, genau. Dann mach mal Feierabend. Vielen Dank für deine Unterstützung und eine gute Nacht wünsche ich dir. Ciao, ciao, Michi. Danke dir für die Unterstützung natürlich. Ja, der will einen Speer in die Fresse, stimmt. Da war ja was. Wie konnte ich da jetzt nicht treffen? Alles klar. War dunkel. Das ist echt ätzend, ne? Warte. Alter. Ich hab dich nicht mal gesehen. Ich sehe gar nichts, ne? Ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob du auch sowas hast am Monitor, aber ich habe so einen Modus, der Schatten noch dunkler machen soll. Das ist eigentlich nur gut für Horror- und Skispiele und die ich nicht spiele. Aber ich krieg den auch nicht deaktiviert. Ich weiß nicht, warum. Ich sehe einen Ballon. Lauf drauf zu. Apropos. Ah. Das ist schon wieder so komische Nacht. Ach, sind nur Ameisen, das geht ja. Ja.
dass sich das nicht merkt, was ich noch eben bauen wollte. Ist auch ein bisschen ärgerlich. Und dann hast du eine Fackel im Arsch. Oh, ich sehe gerade, es ist schon wieder kalt. Ja, ja, ja. Ich darf hier wieder nichts bauen. Oh, nicht genug Material, deswegen. Scheiße. Ich hoffe, ich habe noch genug, sonst hat sich das bei mir auch alles gleich erledigt. Es fehlt Harz. Ich habe ein Feuer. Ein Feuer bauen. So, dann bau. Ich kann das Harz nicht aufnehmen. Oh, come on. What the fuck? Oh, ich hoffe, wir schaffen es noch zurück. Ach, guck mal, der Morgen rötet. Okay, das sieht gut aus. Sorry, ich glaube, ich habe gerade ein bisschen lauter gerülpst. Entschuldigung. Ich habe nichts gehört. Das ist gut. Dann habe ich es doch noch rechtzeitig unterdrücken können. Ich war mir gerade nicht mehr sicher, aber es ist schon wieder länger als 2 Sekunden her. Wieder mein Problem werden. Hm? Ja. Oh, gut, wir brauchen keine Fackel mehr bauen. Jetzt sieht man wenigstens, wo man rumstolpert. Ich frage mich, ob es irgendwann FPS-Probleme gibt, wenn die ganze Karte voll ist mit Feuer und Fackeln. Keine Ahnung, wir werden es rausfinden. Weil wir werden noch viele Fackeln und Feuer setzen. Naja, aber grundsätzlich ist das gar nicht so schlecht, ne? Also so einen Scheißweg irgendwie mal so zu markieren, ist, glaube ich, nicht die allerschlechteste Idee. Ja, definitiv. Ich würde es auch beibehalten. Problem ist nur, die Fackeln haben alle die gleiche Farbe. Du kannst ja also zum Beispiel nicht irgendwie weiße Fackeln setzen zum Markieren. Da gibt's. Guck mal, da vorne ist eine graue Heuschrecke. Ja, war eine Nachtheuschrecke. Ach so. Die wird gleich wieder grün. Oder ist schon. Hier links ist sie. Die ist jetzt wieder grün. Das ist die andere. Ja, die graue ist gerade in die Höhle reingegangen. Ach so, ja, dann ist ja. Dann kommt sie erst nachts wieder raus. Okay. Dafür sind die Höhlen also da. Gut zu wissen. Ich dachte schon, da kommt noch irgendwann das so, dass wir da rein können. Schade. Aber wollen wir uns nicht hier auch noch so ein Leitergedöns? Weil, okay. Genau deswegen. Ja. Einfach mal zu weit gesprungen. Ja, Fackeln gehen auch kaputt, Jenny? Okay. Oh! Ja, wegen Witterung. War ich mir gerade nicht so sicher. Aber ja, das gesagt, macht Sinn. Sie bestätigt das gerade, dass die dann irgendwann auch mal in die Fritten gehen. Also heißt es dann mit Lagerfeuer. Obwohl, die wiederum können auch kaputt gehen durch die Viecher, wenn wir in der Nähe sind. Die greifen dann die Feuer an. Ach, wie, das macht sich leise. Ja. Dann müssen wir halt, wenn das hier oben klappt mit Gänge bauen, bauen wir uns Tunnel in der Luft. Ja, genau. Irgendwann kannst du auch fliegen, da hat sich der ganze Shit sowieso erledigt. Sag mal, Kai, war hier nicht mal ein Feuer hier vorne? Ja. Also gehen Feuer auch durch Witterung kaputt, gut zu wissen. Ja, jetzt haben wir ein Problem langsam. Wie markieren wir uns solche Kackwege? Oh Gott. Inventar ist voll. So, hier Holz, da. Dann Feuer. Da. Wieder die falsche Taste, natürlich. Gut, jetzt haben wir noch mehr unterschiedlichen Loot, aber immer noch den gleichen Platz zum Lagern. Das haben wir gut hingekriegt, oder? Ja, das wird irgendwie nicht besser, Kai. Ich glaube, wir sollten erstmal bauen. Meiner nur. Also irgendwie, es wird nicht besser, egal ob wir jetzt noch dreimal losziehen oder nicht. Ja, aber wir mussten es ja sowieso machen. Außerdem haben wir Seide jetzt. Ja, gut, okay. Und wenn ich noch nicht weiß, was wir damit machen können, aber wir haben sie.
Naja, da habe ich, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht sollen wir mal den Gerbertisch bauen und den Apothekertisch bauen und ich glaube, mit dem Gerbertisch vielleicht machen wir es damit. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich gucke auch mal in der Werkbank, was denn die Werkbank zur Seide sagt und zum Chitinpanzer und so was. Stimmt, die Seidenfäden, unverbessertes Holz und Fasern brauchen wir für den Recurve-Bogen. Wir müssen irgendwie an Fasergarn rankommen, ey. Warte mal. Moment mal. Kann ich denn nicht im Codex schon Fasergarn sehen, irgendwie? Und zu wissen, was ich denn dafür brauche, um das herzustellen? Weil vielleicht haben wir das bloß schon irgendwo als Rezept übersehen. Nope, noch nicht. Dann fehlt uns noch was dafür. Ah doch, warte mal. Ich hab's doch gerade. Webstuhl kann man noch bauen und eine Spindel, okay. Okay. Stein, Rinde, feines Holz. Ich sollte erst aufhören. Das wird ja sonst wieder nicht, Robin. Das wird ja sonst wieder nicht. Denn wir hier nicht irgendwo Rohzutaten, das hier schon fertig ist. Das hier ist nicht fertig. Hier wären Rohzutaten, aber die Kiste ist natürlich voll. Dann machen wir das so. Okay, dann hatten wir hier irgendwo Pelz. Ey, es sind jetzt nur noch 43 Feuersteine. Hast du noch welche im Inventar? Nö. Dann wird das alles wahrscheinlich nicht für Fenrir reichen. Oder? Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Robin, kann ich dir nicht sagen. Okay. Ja, natürlich. Du sollst das Ding essen. Ja, klar. Nicht einfach rüberschubsen in die Kiste. Nein, du sollst es essen. Genau das war mein Ziel. Dieser Typ, ey. Manchmal. Also kann man wirklich, dir helfen? Ne? Oh. Okay. Schon besser als vorher. Genießbarer Pilz, hau weg das Ding. Ja, das darfst du jetzt diesmal wirklich essen. So. Wir braten momentan sowieso keine Pilze. Hier kann man noch das und das und das und das. Und dann habe ich hier erstmal wieder ein bisschen mehr Platz. Wenn auch nur ein bisschen. Ach, da ist ja noch mehr von dem Zeugs. Ameisenköpfe. Wo habe ich euch hingelegt? Ach, euch habe ich schon verbraten. Stimmt, dann mache ich das gleich mal auch mit denen. So, dann brauche ich sie nämlich nicht mehr suchen. Okay, was habe ich jetzt noch hier? Flügel und Chitin. Flügel, da hat man doch schon irgendwo, ne? Irgendwo war doch da schon. Ist mir jetzt egal. So, was brauche ich jetzt nochmal zum Bauen? Stein, Fein und Rind. Stein. Und irgendwo hatten wir auch Fein. Wo ist Fein? Fein? Wo ist Fein? Wo ist Fein? Hier ist Fein. So. Dann. Alter. Oha! Das Ding sieht geil aus. So, jetzt bringt noch Feuerstein und Fasern. Alles klar. Fasern? Oha, Kai, wir brauchen definitiv mehr Platz. Das Ding ist dreimal so groß wie wir. Ja. I need Haut. Haut? Haut? Und wo hatte ich hier schon Haut? Da schon mal nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Jetzt muss wieder die Rinde. Oh, so. Wo ist die Haut? Irgendwo hatten wir doch schon Haut.
Das ist jetzt richtig, ja. Gashaut. Und Flügel. Yay. So, dann haben wir jetzt Reptilienleder. Okay. Hier können wir auch Dinge herstellen. Aha, dafür brauchen wir Öl. Und gekochte Giftpilze. Ah. Kai, wir werden massig gekochte Giftpilze brauchen. Mhm. Es gibt nämlich einen kleinen und einen großen Giftwiderstand. Blütennektar, Saatöl. Kannst du aber, du weißt schon, dass du da gleich wieder alles abreißen kannst, ne? Ja, ich wollte mal gucken, wie was wir dafür brauchen, ne? Okay. Wieso schneit denn das schon wieder? Okay, also die Gesundheitstränke haben den Vorteil, dass sie zum Beispiel bei dem normalen Gesundheitselixier innerhalb von 3 Sekunden 20 Gesundheit wiederbringen. Okay. Also deutlich schneller als die Verbände. Jenny, geht dir nichts an. Hallöchen. Deine erste Nachricht bei mir. Hallöchen, vielleicht liest du es ja. Baut euch mal ein Dach über eure Truhen. Ja, wir sind ja noch am Bauen, Jenny. Wir sind ja noch am Bauen. Ach, das Zeug ist weg, wenn sie durch Wetter kaputt gehen. Kai, wir brauchen ein Dach. Naja, hast du auch einen Hammer. Ich wollte nicht reinfuschen. Sollte das nicht ein Turm werden? Oh, jo. Halt die Klappe jetzt. Au, man kann die auch als Bodenelement setzen. Das ist ja interessant. Das wusste ich gar nicht. Lass mich raten, du willst eine Wendeltreppe bauen? Willst doch. Huch! Falscher Hammer, Robin. Falscher Hammer. Kann man dann... Gibt's eine Wendeltreppe? Das wäre geil. Aber sieht schlecht aus, wa? Oh, oh mein Gott! Ich versuche nur erstmal hier irgendwas hinzubauen. Oh mein Gott, es gibt sogar runde Geländer. Ich finde das so geil. Aber das ist nicht irgendwie nicht da, wo ich möchte. Ah, jetzt. Geil. Einfach geil. Ich habe doch gerade Fasern eingesteckt. Hasern. Hajan. 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 Hajan, Fajan. Hajan, Hajan. So. Na gut, dann repariere ich erstmal die Kisten durch, bevor die wirklich kaputt gehen und der ganze Stuff weg ist, weil das wäre ja wirklich doof, ne, wenn der Inhalt gleich mit weggeht. Ja, okay, steht nicht geschützt dran und die sind schon zur Hälfte runter. Na, ich hoffe ja, dass wir die Kisten gleich nach drin ziehen können, Jenny. Ich bin schon dabei, neue zu bauen. Ah, super. Dann muss erstmal durchrepariert. Ah, doch, sie hat recht. Also, wenn es schneit, dann geht das schon recht fix hier. Kann schon Zeug umziehen. Gut. Lass mal was essen. Der Meister hat fertig gearbeitet, das heißt, die Angestellten können erstmal Mittag machen. Was kriegt eigentlich die Stunde? Das wird einziehen. Ah, ja, das ist jetzt nicht so wichtig, das Zeugs, aber das hier schon. Sag mal, Mesa, kriegen wir hier drin ein Licht? Aber bloß keinen Druck machen. Nein, ist okay. Ich kann gerade nicht anders, tut mir leid. Na gut, ich scheiße jetzt erstmal auf Sortierung. Ich packe erstmal Hauptsache rein. Genau. Ach, da hast du den Steinschneider hingebaut. Ich hab mich schon gewundert. Doch, den hast du schon wieder abgerissen. So, das heißt, das hier kann weg.
Good stuff. Wenn ich dann noch bedenke, dass wir rein theoretisch pro Item eine Kiste brauchen, wir werden so leiden, Alter. Ja, wir müssen halt auch einfach mal die scheiß Knoblauch bei der Dinger suchen, ne? Ja. Aber selbst dann, du kennst uns, wir werden trotzdem pro Item eine Kiste brauchen. Ja, aber dann hast du wenigstens da schon mal wieder ein bisschen Luft, ne? Ja. Dann brauchst du erst loszulaufen, wenn die letzten Stacks angefangen wurden davon und nicht, wenn die Kiste schon angefangen wurde zu verbrauchen. Genau. Aber das Geile ist, dass wir wirklich schon vorsorglich so viel Öl hergestellt haben. Jetzt bei den Tränken, wir werden wirklich für jeden Trank Öl brauchen. Ja, ich habe heute erst alles verloren, weil ich... Oh nein, was mit Baumbeschäftigten? Die Kisten sind alle eingestürzt. Scheibenkleister. Kann man eigentlich auch alle transferieren, wenn ich das so mache? Nee, mit Shift auch nicht? Nee, okay. Danny, ich hatte das schon gelesen, was du geschrieben hast, aber ich war gerade hier... Beschäftigt. Beschäftigt hier ratzfatz, nämlich genau aus dem Grund, ja. Auch hier den Dings zu beschaffen. Ich glaube, die Jenny hatte nur Angst, dass uns jetzt gleich das Gleiche passiert. Weil sie es natürlich nicht sehen konnte, in welchem Zustand sind denn unsere Kisten schon. Ist es schon zu spät oder nicht? Da wollte sie das natürlich auch hier noch schnell schreiben. Was fehlt denn hier noch? Oh, Holz. Jetzt habe ich kein Holz mehr. Achso, hast du schon Holz hier geholt oder hier, ist es noch drüben? Warte, hier, in der Kiste. Ist schon ein bisschen Holz. Achso, in der, okay. Ja. Also nicht viel gerade, aber ich mache halt Kiste für Kiste immer gleich hier mit rein. So wollte ich das haben hier. Und irgendwo hatte ich doch schon Giftdrüsen reingeworfen. Dann kann ich die doch schon mal stacken. Da. Oh, 17 Giftdrüsen. Ich glaube, wir können schon den einen oder anderen Streit kommen beim nächsten Mal herstellen. Ja, siehst du, hat sie auch geschrieben. Sie hatte nur Angst, dass wir es beide nicht lesen. Ja, ja. Das ist aber ganz lieb von ihr. Dankeschön. Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall. Das ging mir bei Biso Zimt auch immer so, wo er noch auf YouTube regelmäßig gestreamt hatte. Immer wenn er die GD3 gestreamt hat, nach einer längeren Pause. Und ich halt schon so gefühlt der Profi in dem Spiel war. Oh, das hast du schön gemacht hier. Ich hatte immer Angst, er liest es nicht und hab immer die Sachen dreimal geschrieben. Irgendwann hat einer geschrieben, Alter, jetzt hör doch mal auf zu spammen, Junge. Ich so, okay, sorry, ja, hast du recht. So, und draußen war dann noch so eine Kiste mit uns, so ein... Siehste, Kai, wir haben eine Lösung gefunden, wie wir Sachen wieder loswerden. Was denn? Draußen eine Kiste hinstellen. Müllkiste, genau. Eine Müllkiste, wenn die weg ist, brauchst du eine neue und packst den nächsten Kram rein. Na gut, also Fasern und Holzkiste von draußen lasse ich jetzt auch erstmal draußen, ja? Wirst du ja eh gleich verbaut haben. Rinde und Feuerstein räume ich schon rein. Obwohl, das macht wenig Sinn, wie mir gerade einfällt. Wo hast du den Steinschneider denn? Der Steinschneider, den hast du doch gebaut, der steht doch da. Ach, ich bin ja doof. Ja, ich bin ja so eine hohle Frucht, ey. Das ist aber auch eine schöne Idee, Kai, das so im Kreis zu bauen. Aber das ist, was ich befürchtet habe. Wir werden den Kreis tatsächlich noch größer machen müssen, wa? Weil der Gerber einfach so exorbitant groß ist. Ja, das ist jetzt nur erstmal eine Übergangsweise so. Achso, dann können wir später pro Etage. Ey, pro Etage ein so Werktisch und die passenden Kisten dafür. Das weiß ich noch nicht. Nee, ich hatte noch was anderes vor, aber wir gucken einfach, wo wir rauskommen. Das ist aber aktuell, finde ich das eigentlich auch selber eine ziemlich coole Lösung so. Ja. Ich mache nur Brainstorming, weißt du? Ich laber erstmal, gucke, ob es sich blöd anhört oder nicht, während ich es erzähle. Ach, jetzt habe ich das weggemacht, ey. Da mal die gekochten Giftpilze, die kann ich erstmal hier reinpacken. Und dann haben wir schon so langsam aber sicher alles drin. Oder auch nicht. Nein, bei weitem noch nicht.
Und das blitzt und donnert in einer Tour im Hintergrund. Alter, entweder machst du jetzt richtig Sturm oder hältst die Fresse da rum, das nervt. Entschuldigung, aber ist doch so. Inventar ist voll. Leck mich, Spiel. Entschuldigung. Oh, eine leere Kiste, da packe ich mal Sachen rein. Nein. Oh Gott, ich glaube, ich werde mich dann zwischen heute und nächste Woche Freitag hier mal zwischendurch nochmal einloggen und aufräumen, einfach nur aufräumen. Hast du gerade schon Fasern und Holzkisten eingeplant irgendwo? Nein, noch gar nichts, noch gar nichts. Ich habe nur Kisten hingestellt. Gut. Ich wollte auch nichts anderes hören. Habe ich da nochmal die Steinkiste gehabt? Scheiße. Warte. War noch irgendwo schon Steine gestapelt? Habe ich die gerade hier reingepackt? Ja! Gut. Okay, dann kann ich jetzt Fasern und Holz holen. Oh, stimmt. Betten setzen müssen wir auch noch. Warum drücke ich nicht einfach alles nehmen? Ja. Warum drücke ich nicht einfach auf alles nehmen? Ich weiß es auch nicht. So. Ey, Kai! Es ist Frühling! Das haben wir vorhin schon mal gedacht. Nee, jetzt wirklich. Gucke, es ist alles wieder grün. Jetzt ist es wirklich grün. Oh. Ihr sich freut. Ich habe mich noch nie so sehr über Frühling gefreut. Selbst im Real Life freue ich mich nicht so über Frühling. Oh Gott, ist das eine Sortierung? Nicht vorhanden einfach. Einfach nicht vorhanden. Nicht vorhanden. Ist ausverkauft. So. Sag mal, Kai, suchst du rein zufällig? Ach nee, doch. Ich weiß schon, von wem die ist. Okay. Also wenn der Fenrir dann fragt, wo ist denn seine Feuersteinspitzhacke? In irgendeiner der Kisten. Ja. Naja, das muss er dann schon selber rausfinden, ne? Also. Ist auch noch so viel Kram. Scheiße. Wir brauchen mehr Kisten. Ey. Vor allem endlich mal Knoblauch. Endlich mal Knoblauch. Liebe Knofi. Aber ohne Witz, Kai, ich glaube, es macht wirklich mehr Sinn im nächsten Stream. Bauen wir es nochmal um eine Kachel in jede Richtung breiter. Da kriegst du nämlich sogar auch die schönen Rundtüren mittig platziert. Das hätte Schönheitsfaktor. Oder wollen wir nicht schön bauen? Nee, einfach nur für den nächsten Stream, Kai. Bleib ganz ruhig. Wollen wir nicht. Nein, wir wollen nicht schön bauen, so. Okay. Dann, liebe Zuschauer, der Kai wird in Zukunft nicht mehr mitspielen. Ja, genau. Lass dich nicht stressen, nur weil ich Ideen in den Raum werfe. Lass dich nicht stressen davon. Nein, ich lass mich doch nicht stressen. Achso, du hast nur gestimmt, weil ich generell die Schnauze aufgemacht habe. Verstehe, danke. Genau. So wie das halt immer so ist. Du gehst mir einfach nur auf den Sack. Okay. Aber tut das nicht weh? Und ob das weh tut, ich sag's dir, das sind so Schmerzen, das glaubst du gar nicht. Meine Mama gar nicht weh, nur meine Mama tut nur weh. Hab mich Spawnpunkt. Ja auch. Das ist schon nice, wenn man das so kreisförmig baut. Und je nachdem, wie hoch man es baut, müsste man halt bloß immer noch mal eine Zwischendecke einfügen, wo man halt ohne Fallschaden landen kann, für schneller runterkommen, wa? Oh! Ich sehe jetzt erst... Oh! Ich sehe das Dach von innen, es hat richtig Schindeln. Cool, ne? Ja. Nice. Aber gut, hätte ich mir auch von draußen denken können, wa? Jetzt. Okay. Übrigens, es wird gerade dunkel, wir können schlafen gehen. Das ist auch eine Idee.
Da musst du aber länger laufen, um nach unten zu kommen. So. Oder so. Ja. Ah, siehste. Das klappt gar nicht so, wie ich es mir dachte. Wenn wir das doch breiter machen, dann kriegen wir in der Mitte diesen schönen Kreis nicht hin. Quatsch, doch kriegen wir. Ich depp. Doch, kriegen wir. Nee. Rechnen, Robin, rechnen. Das geht nicht. Wir kriegen es nicht synchron hin mit außen und innen gleichzeitig. Außer man deaktiviert die Snap Points. Ja, habe ich hier an der Treppe gemacht. Ah! Dann könnte man das doch hinbekommen. Die ist doch mittig. So, ist jetzt von draußen alles drin? Ja, außer die Müllkiste. Okay. Ah nee, warte, Quatsch, eine ist noch draußen. Eine ist noch draußen. Kannst du mal noch irgendwo eine hinplatzieren, bitte? Weil die ist wirklich voll. Oben. Ja, warte mal. Kurz gucken, wo können wir denn nur eine hinbauen? Warte, ich muss dir jetzt mal den Marker hier wegnehmen von dem Ding, weil ich habe hier ständig den Marker von dem Baumweg. Oh, eine richtige Holztür, oh mein Gott. Oben sagt er, ja, oben, okay, oben. Ne, ich habe oben noch keine hingesetzt, das machen wir dann halt jetzt. Achso. Schankrön. Ich drücke wieder die falschen Tasten. Wir spielen das Spiel schon seit 4 Stunden. Und trotzdem drücke ich immer wieder die falschen Tasten. Ist doch verhext. So, alles unterbekommen. Oh, damit ist aber schön. Ist ja schön. Frage: Wenn man die Fackel hier oben drauf setzen würde, wenn das geht, leuchtet die in alle Richtungen? Das hatte ich mir auch gerade überlegt, deswegen habe ich es aber dahin gesetzt, weil ich es nicht ausprobieren wollte. So. Kein Problem, Kai, ich mache das für dich. Ja, ja, dachte ich mir, alles macht der Typ kaputt. Wo haben wir denn Holz? Wie zum... Ach, da. Kai? Was? Wusstest du, dass man die Fackeln oben an die Decke snappen kann? Nein. Woher soll ich denn das wissen? Okay. Also man kann sie oben an die Decke snappen mit den Flammen in der Decke. Okay, ist ja auch hübsch. Ja. Kronleuchter und so, ne? Aber eigentlich wollte ich das so machen. Jo, ringsum leuchte. Geilo! Ja, okay. Richtig gut mit dem Licht. Also... Da muss ich sagen, haben sie richtig schön die DLSS-Technologie ausgenutzt. Eier, Bubu? Ah, was hab ich denn jetzt gemacht? Ich such's gerade. Ich glaube, du hast unten drunter ein Geländer gesetzt, oder? Nee. Ich hab den Rundbogen weggebaut. Hä? Ist er noch da? Nein, nicht. Ach, der. Unten oder wo? Ah! Ach, Leute. Man kann die Sachen auf den Kopf drehen als Deckenleuchte? Alright! Geil? Ja. Nächsten Stream bauen wir das ganze Haus nochmal, aber auf dem Kopf stehend. Du willst gerade nicht schlafen, ne? Kann das sein? Nee, ich will diesen scheiß Boden hier gerade reinsetzen, Mann. Da hängt noch Holz oben. Falls dir Material fehlt. Oh. Was fehlt denn jetzt? Oh, Jung, du sollst den Hammer in die Hand nehmen. Das gibt's doch nicht. Oh. Schlicht das zweimal die Luft. Als wenn die Luft dir was getan hätte.
Ey, ich finde, ich krieg den Snap-Point hier nicht, ne? Deaktiviere Snap-Points. Nee. Nee, ganz bestimmt nicht. Oh, jetzt. Jetzt aber. So, einmal Bubu machen und dann ist auch der Stream schon zu Ende, Leute. Mir kommen gerade neue Ideen, aber sowas von. Guck mal, Kai. Ja. Wie frei man hier drehen kann. Ja, wolltest du nicht schlafen? Ja, tut mir leid. Jetzt habe ich auch mal ein bisschen rumprobiert, ja? Jetzt habe ich auch mal ein bisschen rumprobiert, ja? Ich dachte mir, wenn du noch rumprobierst, kann ich auch noch rumprobieren. Mann! Danke für den Hinweis, Jenny. Das ist ja mein... Boah, Alter, Mera wird ausflippen, wenn die das spielt. Die wird sowas von ausflippen, die Mera. Warum nehme ich jetzt einen Verband, wenn ich Hunger habe? Ah. Das sind Fragen, die kann ich dir nicht beantworten. So, na denn. Genau. Mission Umzug geglückt. Wenn auch noch nicht vollendet. Obwohl doch, der Umzug an sich aber ist vollendet, außer Fenrir. Auf dem letzten Furz, ja. Auf dem letzten Furz, ja. Jetzt musst du noch Fenrir hinterherziehen. So. Oh, Mensch, ich sehe gerade, der Archimedes hat eine Kerze hier dran. Mal Details beachten. Ja, das ist schon geil gemacht. Muss man ja echt so sagen. So, auch der Gerbertisch. Ich würde gerne noch jemanden raiden und dafür gehe ich gerade mal aus dem Dings raus. Genau, mache ich jetzt auch. Liebe Leute, bitte wartet noch. Es gibt StuTV. Der Kai und ich sprechen uns einfach nebenbei schon mal ab. Aber gehst du erst noch ein Spiel raus, Kai? Oh, ja, hier ist er. Schön. Ja, siehst du? Und deswegen, also, bevor ich einfach beende. Brauch übrigens noch jemand eine Plane? Ich habe ja noch zwei übrig. Speichern? So. Übrigens, alles eine Frage. Alles, ey, zum Glück sagst du mir das, ich wäre sonst einfach rausgegangen. Eine Frage. Axa, geh mal, ja, lieber, ja. Geh mal lieber weg. Am besten alle. Oh, gut. So, bist du raus? Gibt's eigentlich einen Bonus, wenn man 1000 Punkte zu viel gut, hat? Dann gehe ich jetzt auch raus. Also an deiner Stelle. Nein! Jetzt auch jemanden? Nein! Ich habe die falsche Taste gedrückt. Nein! Shit! Ja, ja, klar. Liebe Zuschauer, macht bitte mit dem Rauchen nicht nach, sowieso ungesund und teuer. Ich hab extra nicht Rauch-Emote. Oh, was zum Beutel? Wie doof. Später gerade. Oh, das sieht süß aus, das Spiel. Aufhängen. Wie lange macht denn der Beutel normalerweise? Ach, man kann nur drei Fische aufnehmen, okay? Ja. Drei ist schon durch. Glaube ich sogar. Jetzt setzt er sich auf den Fisch drauf. Oh. Lin? Wenn der Arsch ein bisschen, wenn der Fisch ein bisschen nach Arsch. Y wird wahrscheinlich geschrieben, ne? Mit zwei N. Also wenn sein Arsch einem nach Fisch riecht, dann wird's eigenartig. Guck mal hier. Das nenne ich mal eine Axt. Aber wie? Geil. Ach so. Ah. Fällt der Baum. Das Boot. Und hey, wir haben sogar ein Ruderboot dazu geschenkt bekommen. Hat sich also gelohnt, die ganze Aktion. Mera klippt erstmal hart gekochte Klöten. Geil. Oh. Ich bin im Ruderboot und werde hochgeschleudert. Ich wollte nur die Munition hier rausnehmen. Ich glaube, ich habe hier eine andere. Schick mal meinen Link als Nachricht, bitte. So, der ist da. Ich hab hier eine, die wird fast genau. Okay. Gut, die Keule. Ich hab jetzt bloß eine, die wird fast genauso geschrieben, aber die spielt nur Diablo. Oh, ziemlich häufig gebraucht, Alter. Das kann nicht die sein, die du meinst. Junge, Junge. Aber einige Pfeile sind auch schon neben mir, ja? Ach Quatsch, Link. Ach nee, warte, der Link bringt ja auch noch. Ist ja wieder auf, wieder auf einem anderen PC, scheiße. Ach nö. Zusammengeschrieben oder auseinandergeschrieben? Nicht da. Nee. Einfach so. Mal. Aua. Hä? Nee. Wo denn? Über WhatsApp oder was? Ich sagte nee. Au. Ach so. Du sagst aber noch hier. Aus. Nein. Boah. Okay. Zusammen spielt bei mir, sich. Aber nicht Smallland gerade. Au. Boah. Schloss gegenseitig. Warum haut ihr euch selbst? Ich meine, ich hab nichts dagegen, aber...
Das steht bei mir, die hat vor 9 Stunden gestreamt und zwar Diablo 3. Wie viele Pfeile hältst du eigentlich aus? Gleiche Profilbild. Ich bin gleich tot. Du bist ein ziemlicher. Ich hab keine Pfeile mehr, alles klar. Du bist ein ziemliches Nadelkissen. Er hat mich mit der Knarre abgeknallt. Mit allen Pfeilen, die er hat genagelt. Oh nein. Nicht schon wieder. Jetzt wird mir sie angezeigt, Alter. Ja, crazy. Da hat Twitch gerade gesponnen, sorry. Haben wir dann jetzt erklärt, ja? Ja. Warte, ich muss noch den Raid vorbereiten. Ich muss aufpassen, wo ich das Ding hinflacke, weil sonst. Achtung! Kai! Kai! Ja, ich lauf doch schon. Alter! Oh! Oh Gott. Alter, zum Glück ist das nicht mehr so schlimm, dass das ganze Haus... Ja, irre viel Spaß gemacht. War auch ein geiler Stream heute. Echt mega viele Leute dabei gewesen und Beteiligung war klasse. Hat mir also richtig gut gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch mitkommt. Und ansonsten, Mittwoch geht's weiter mit dem Valheim-Stream von unserem Server. Eventuell fällt er auch aus, aber da werde ich noch rechtzeitig Bescheid geben. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche Freitag. Macht's gut, schöne Ostern und habt eine gute Zeit. Bis dann, ciao, ciao. Von mir auch, ciao, ciao an Kaisern Chat und an meinen Chat. Bei mir nächste Woche Mittwoch natürlich wieder Kingdom Come Deliverance und am Freitag dann wieder hier mit Smallland. Und sie wurde gerade schon geratet, anscheinend sie kriegt in einer Tour neue Follower rein. Na dann, ja, dann machen wir gerade 3-2-1 los, wa? Oder bist du noch nicht so weit? Hast du noch 10 Sekunden oder nicht? Warte, Welt beginnen, 10 Sekunden. Okay. Dann herzlichen Dank natürlich auch von mir fürs dabei gewesen sein und bis bald. So, und von mir aus können wir. Attacke! Attacke! Elektrodämmerung gehört zum Bienenstock. Boah, ist der Alert laut, Alter. Der Unterstrich Zahnarzt gehört zum Bienenstock. Hallöchen und vielen, vielen lieben Dank für die Raids. Genau. Oh, nochmal, Alter! Bist du noch am Stream oder bist du offline? Noch am Stream? Okay. Aber liebe YouTube-Zuschauer, auch herzlichen Dank an euch. Ihr seht ja, wie die Gutste geschrieben wird, wenn ihr Interesse habt. Ebenfalls Smallland-Spieler. Und ich wünsche euch noch was, ne? Ciao, ciao.